So, jetzt brauchen wir noch ein Interview oder was? Na gut. Ich bin eigentlich schon im Feierabendmodus. Ich habe jetzt die Fotos gemacht. Ich dachte, die Fotos, das müsste reichen. Aber nee, ich denke, ich mache zumindest den Versuch von dem Interview. Ich habe nächstes Mal ein Bier aufgemacht aus meiner Heimat. Da komme ich her, Barrebräu, das ist bei Lübbecke, Ostwestfalen, das ist meine Heimat. Lebe jetzt aber 20 Kilometer außerhalb von Köln. Ich muss noch einmal meine Hände, dass ich das nicht vergesse. Hände zeigen. So, einmal Profil. Andere Seite. Frontal. So, hätten wir das auch abgekaspert. Dann, was kann man jetzt noch erzählen? Ich bin 33 mittlerweile. Hab total graue Haare, wie man vielleicht sieht. Auch eigentlich gelockt. Ich habe sie jetzt extra gekämmt, damit ich so aussehe, wie ich aussehe. Könnte auch mal anders hier. Also die halten auch, man kann damit viel machen. Weißt du, man kann so, man kann aber auch nach vorne, kann auch nach hinten. Da hinten kommt Günther. Gucken, ob er nochmal hier vorbeikommt. Günther! Ja, die schönen Männer hier. Ja, ich bin schon beim Feierabend. Ah so. Ja. Ich habe mal gehört, Füchse werden von Adlern gejagt. Tatsächlich? Ist eine Beute, ja. Na. Man glaubt es nicht, ne? Nein. Ja, ich habe nicht gedacht, aber habe ich gehört. Katzen und Füchse, das wäre die richtige Größe. Und ich weiß nicht, ob die da mit dem Schnabel zuhauen oder mit ihren Krallen in den Kopf, ne, geht ja durch. Ne? Oh Gott. Ja. Im westlichen Amazonasgebiet, die Tränen der dort lebenden Schildkröten zum Beispiel trinken. Ja, okay, ja, da wünsche ich dir viel Spaß. Ah, jetzt eine tolle Atmosphäre. Wunderschön. Ja. Wunderschön, auch gerade als das Licht, dann gerade als die Sonne gerade weg war, das sind die besten Bilder. Ja, ja, vorher war das immer noch so hart, aber dann dieses weiche Abendlicht, das ist ja... ja. Auch da hinten, dieses Rosé, ne? Ja. Das ist auch so Wahnsinn. Tja, Mutter Natur schon Wahnsinn. Du sagst so. Es. Wir sehen uns. Jawohl. Schönen Abend hier. Ja. So ist das auf dem Dorf. In diesem Sinne bin ich gespannt, ob ihr mich haben wollt. Ich hätte Bock, hab Zeit. Kann da auch am 1.11. Das war's von mir. Nils Buchholz. Muss ich noch irgendwas sagen? Ich hoffe nicht. Ansonsten schneide ich das alles zusammen.